Grüße und willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 20 und wir sind kurz vor dem Blutmond. So, Freunde, ich habe alles soweit, hergestellt, geht's rüber. Spikes haben wir 40 Stück, wie ich gesagt habe. Dingens lassen wir hier. Das lass offen. Gucke hier, pass auf. Ich habe nochmal fast 1000 Dartraps, über 200 Stahl. Ich habe ein bisschen noch was in der Falle gemacht. Und zwar so ein paar wichtige Sachen aufgewertet auf Stahl. Ich habe schon mal ein bisschen Munition reingepackt in die Darttraps. Das machen wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Und habe das ganze Zeug, was das ganze Essen, Trinken etc. ist, alles schon mal ein bisschen so weit rein. Und eigentlich müssten wir jetzt die Darttraps, die Fallen hier, die müssen wir jetzt setzen. Ich hätte gerne hier ringsrum eigentlich gehabt. Reicht nicht ganz, egal. Mach mal Licht an hier. Mal was sehen. Einfach nur, dass das hier ein bisschen abgesichert ist, weißt du? Ich meine, das wird wahrscheinlich ruckzuck weg sein. Ja, das war's schon. Egal, wir haben ja hier unsere Maschinchen noch. Die sind natürlich alle voll bestückt. Ist klar, und an die kommen wir auch nicht mehr ran. Ne? Also an die werden wir nicht mehr rankommen. Und ja, auf geht's runter. Hier seht ihr, das hier habe ich schon mal ein bisschen noch auf Stahl. Ne? Hier hätte ich jetzt auch gerne noch auf Stahl. So, und dann kommen sie unten rein. Ne? Natürlich in die Dartfallen. Munition frei. Da packe ich jetzt mal noch die Hälfte rein. Munition sperren. Hier Munition frei. Munition rein. Sperren. Das gleiche machen wir hier jetzt nochmal. Sperren. Freischalten. Rein damit. Sperren. So, die hier hinten funktionieren leider noch nicht. Die habe ich noch nicht angeschlossen. Aber die hier. Die sind mit am Strom angeschlossen, sollten funktionieren. Und ich habe diesen Korpus komplett auf Stahl aufgewertet. So. Wir stehen natürlich hier, ist klar. So, wir trinken noch was. Ich weiß gar nicht, was haben wir mit an Trinken? Hier, ja, dann trinken die beiden mal. So, die kannst du beide trinken. Dann darfst du hier zweimal essen. Genau, so, Achtung, Vorsicht. Wir brauchen unser Elixier für EP-Zuwachs. Dann nehmen wir den mit. Ne? Ansonsten Sprit würde ich jetzt gerne noch mal gucken. Dass wir vielleicht den Generator, weichen hier, öffnen. Nachtanken. Check. Maximale Ausgabe, das müsste vollkommen reichen. So, okay. Dann haben wir hier unsere Wege zum, ne, wir können hier sogar an die Darttraps ran. Falls wir jetzt genug hätten. Ne? Also jetzt im Moment läuft aber genug durch. Genauso wie hier. Die Klingfallen sind okay. Hier haben wir noch ein bisschen Reparaturwerkzeug. Wir nehmen uns mal von jedem einen Tausender mit. So. Dann haben wir hier das Drahtwerkzeug, würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. So, nachgeladen haben wir alles. Ich gucke nochmal durch. Super, dann geht es nämlich jetzt gleich los. So, den kannst du schon mal anschalten. So, und wenn es dann gleich losgeht, dann geht's los. Ja, dann brauchen wir hier oben nur noch den Hebel rummachen. So, ja, geil. Alter, ich freue mich jetzt so riesig, diesen Blutmond mit euch machen zu dürfen. Einfach, um auch ein bisschen in der Hoffnung zu sein, dass die Falle richtig gut funktioniert. Der Justin hatte gesagt, er hat die Falle nachgebaut und sie funktionierte nicht. Ist ja kein Wunder, bei dir funktioniert nie was, Bengel. Nein, Spaß beiseite. Ja, wollen wir hoffen, dass das bei uns gut geht. Ah, ich weiß ja nun nicht, ob er sie auch 1:1 nachgebaut hat, weißt du, so wie ich sie habe. Also es ist schon... Ne? So, auf geht's, Leute, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie sie funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert, dann funktioniert sie halt nicht, ne? Dann haben wir halt Pech. Können wir es nicht ändern. Thank you.
Also bis jetzt kommt noch keiner rein. Okay, es ballert schon mal. Irgendwie kommen die nicht durch die Tür, ne? Kann das sein? Wie hauen wir das oben weg, ne? Alter. Die versuchen es oben, ne? Ich stehe hier unten drin, ich mach gar nichts. Ja Leute, ich bin hier unten. Jetzt. Ja, die versuchen hier durchzukommen. Ey, ist doch so Grütze, oder? Jetzt. Vielleicht hätten wir uns einen Gang hinter die Treppe machen sollen. Dass sie zumindest die Treppe laufen, weißt du? Ich will nicht wissen, was die da oben machen, weißt du? Also, momentan muss ich jetzt ehrlich sagen, stehen wir hier unten. Die Klingenfallen wurden noch nicht einmal richtig benutzt. Schwierig, jetzt, jetzt. Pop, 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 pop. Mit Nachtmäuschen. Ja, wenn sie mal alle hier runterkommen lassen, weißt du? Ist einfach so geil, ehrlich. Er war das, dann haben wir elektrische und mechanische, die haben wir natürlich nicht mit Scheibenkleister. Jetzt. Man kommt sogar von hier aus ran, ist ja geil. Also man hört sie, ne? Also da oben wird die Hölle los sein, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Nur kommen die jetzt nur nicht herunter. Das ist das Problem. Wie sieht's aus? Wie viel habt ihr bis jetzt raus? Noch nicht viel, ne? Ne, da ist noch ein bisschen was drin.
Also bis jetzt ein sehr entspannter Blutmond, auf jeden Fall. Frage ist nur, ob die irgendwann hier runterkommen. Kommt der nächste. Jetzt haut der da hinten mal gegen. Ey, hundertprozentig versuchen die hier durch die Dings zu kommen. Das ist einfach so lächerlich. Vielleicht die Dartraps noch durch Schießscharten machen sollten, ne? Dass die wenig Schaden kriegen. Alter, jetzt, alter Falter, jetzt geht's ab hier. Machen oben die ganzen Dinger weg. Versuchen auf jeden Fall hier hinten reinzukommen. Ne? Ist der Weg zu lang oder? Ich meine, ab und zu mal kommen ja welche durch, weißt du? Schlimm wird's halt nur, wenn unsere ne, da oben die Munition verlieren. Ach verdammt, das wollte ich nicht machen. Ich höre euch. Das ist einfach so krass. Die hängen alle hier fest. Hier oben hängen die fest. Die müssen ja 3 Stück platt machen. Ja, kommt doch bitte. Kommt bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja. Also noch ist der hier am sichersten. Alter, wie das ballert, geil. Man sieht gar nichts, ne? Man sieht einfach gar nichts. Ey, ich lasse es einfach mal so ein bisschen mit dem Sound so allein. Ist einfach so krass, ne? Jo, komm. Psst, der Hammer.
wie gesagt, ne, wenn die Munition alle ist, dann wird es enger. Geil. Justin, meintest du, dass die nicht funktioniert, dass die einfach nicht im Weg laufen? Komm, den gönnen wir uns jetzt mal. Ballon tun sie schon mal ordentlich, das ist schon mal gut. Ich gucke immer nach oben, ob die uns hier schon irgendwo was weggekloppt haben, weißt du? Also irgendwas müssen sie ja weggehauen haben. Alter, ich liebe diese Turrets, Alter. Geil. Was passiert, wenn ich hier aufmache? Ich habe ja halt die Hoffnung, dass durch diese Klappe die trotzdem die Wege zu finden. Oh, Level 60 sogar, Freunde. Nee, die kommen mir einfach nicht. Ach, schade, 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 schade. Aber ich muss mich hier hinten in die Ecke stellen, ne? Kann man ja eigentlich hinten bleiben, weißt du? Bleibst du hinten, dann hast du die Hoffnung, dass er nach vorne kommt? Ah, ist schon krass, ehrlich. Einfach der Hammer. Schade. Also wäre hier unten mehr Action los, würden die alle den Weg hier runter finden? Das wäre schon echt nice. Also ballern tun die Dinger ordentlich, ne? Die hauen mir auch zu viel Munition raus. Jo, kommt noch keiner.
Ja, stellen wir uns mal hier in die Ecke. Ja, Leute, was für ein Blutmond. Ziemlich, wie sagt man, einöd, oder? Also eigentlich macht die ganze Arbeit die Turrets. Ab und zu mal verirrt sich einer hier runter, der dann durch die Fallen geschnitzelt wird. Ey, ich will nicht wissen, was da oben abgeht, ey, ehrlich. Oh, noch mal wieder eine. Oh, eine Krankenschwester, grüß dich. Normalerweise, wenn die unten alle runterkommen würden. Das hört sich schon besser an. Oh, ein Säckchen. Ich muss sogar aufgehoben. Ja, wow. Alter, die ballern aber auch Wahnsinn. Schön. Aber wenn wir hier hinten stehen, dann guck mal, wie das funktioniert, ne? Ich glaube, die Turrets sind leer. Oder auch nicht. Okay. Ah, krass. Ja, auf hier wird nicht mehr drin bleiben. Ja, da müssen wir mal gucken, was die uns oben weggenommen haben, ne? Sieht gerade etwas komisch aus. Wahnsinn, ne? Einfach wirken lassen. Ja, siehst du, wenn sie alle runterkommen, sieht das schon anders aus. Danke. AK-Maschine werden Feuer. Jetzt kommen welche. Wenn sie kommen, ne, dann ist schon nice. Ist das geil? Oh, hier, schön. Ja, jetzt kommen sie da runter. Ja, so möchte ich das. Alle hier unten rein. Erstmal durch die Startfalle ein bisschen schnitzel die Ritze. Jawohl. Ja, guck dich das an. Jetzt, so möchte ich das. So möchte ich das und nicht anders. Ja, wie gesagt, das ganze Ding müsste eigentlich komplett nur aus Stahl sein. Aber hier hat noch nichts Schaden gekriegt, ne? Unser äußerer Kamm hier hat absolut noch keinen Schaden gekriegt. Ja, geil. Sehr schön. Ab und zu mal hier eine kleine Reparatur vornehmen. Geil. Ich liebe das gerade. Ernsthaft, genau so möchte ich das. Dass die alle hier unten reinkommen.
Und dann kriegen sie die ersten mit Darts und dann werden sie geschnitzelt. Krass. Und wenn du genug Reparaturzeug hast, brauchst du hier nur stehen und reparieren. Geile Sache. Jetzt kommt er aber da rein, merkst du, ne? Brauchst du nicht mal Angst haben, ehrlich? Ah, geil. Schön. Schön entspannter Blutmund eigentlich, ne? Gut, wir werden erst sehen, wie es von außen nachher aussieht. Die haben fast alle gelbe Augen, ne? Oh, guck mal, jetzt kommt wieder eine Horde. Also, eine Truppe. Ist das geil. So, machst du mal wieder eine kleine Reparatur hier. Dann holen wir uns das blaue Säckchen. Sehr schön. Ah, herrlich. So muss das, Freunde, so muss das. Ich glaube aber auch, dass um die Turrets nicht mehr so arbeiten, ne? Weil guck mal, jetzt kommen sie alle runter. Meinst du, die sind erst alle auf die Turrets gegangen? Weil jetzt kommen sie alle runter, komischerweise. Das ist einfach so geil, ehrlich. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Die kommen hier unten rein und kommen nicht bis zu mir vor. So sollte es sein. Oh, wir können schon mal nebenbei ein bisschen looten, ne? Jo. Alles klar, Freunde, alles klar. Oh, guck mal, was wir schon an Loot rausgezogen haben. Ist ja echt nice, ne? Aber weißt du was, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, den mal noch zu nehmen. Das lohnt sich jetzt. Ja, wir brauchen hier nur stehen und, ne, wenn du hier noch Stahl hast, reparierst du. Sehr schön. So, ein bisschen Loot. Sehr nice. Okay. Schön. Ja, es ist einfach so geil. Herrlich. Aber irgendwas schießt noch, ne? Irgendein Turret muss noch schießen. Meint die Darts, klar. Aber hier sind sie noch nicht durchgekommen. Ne, irgendwo schon ein bisschen Schaden. Nö. Hat eine Weile gedauert, ne, erst sie den Weg hier runter gefunden haben. Aber es kann sein, dass die uns erst die Türe zum Weg geklatscht haben. Was ja aber auch nicht verkehrt ist, weißt du? Das gibt dir ja Zeit. Und die werden oben schon, ne, die ersten Wellen werden dann schon ein bisschen bearbeitet. Was ist das? Haben wir den Blutmund schon hinter uns? Boah, haben wir einen Haufen geiles Zeug gekriegt. Hier, 900, alter Falter. Haben wir den jetzt abgearbeitet? Oder nicht? Haben wir irgendwas, was wir hier schon lassen können? Hier, das Bier kannst du mal hier lassen. Ich höre absolut nichts mehr.
Ey, Freunde. Du bist überlastet. Ach, jetzt bin ich überlastet. Wow. Tja. Also wie gesagt, die Darts ist klar, da brauchen wir mechanische und elektrische Parts um die. Wie sieht es mit den Darts aus? Da sind noch genug drin. Also beim nächsten Blutmond könnten wir hier schon ein bisschen mit mehr arbeiten. So. Gucken wir mal den ganzen Loot noch durch. Aber warte mal, bevor wir jetzt hier rausgehen. So, hier ist unsere Aufräumkiste und unsere Munitionskiste. Ich lasse das mal alles da. Auch den lassen wir hier. So, das Maschinengewehr will ich verkaufen. Die Rezepte ist klar. Großvaters Dings brauchen wir jetzt erst einmal hier so gesehen nicht. Die Knummer drüber. Der Tee. Ja, kann auch hier bleiben. So. Den darfst du dir gönnen. Dann Reparaturzeug. So, jetzt lass mal gucken hier. Ja. Stahl. Eisen. Das sind Teile. Das ist für die Händlerin. Das nehmen wir mit. Das ist für uns. Das ist die Zange. Die bleibt noch hier. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Die Zange. Ich sortiere nur gerade schon mal ein bisschen. Ne? Hier, das ist das klar. Das nehmen wir mit. Das kann hier bleiben. Die Spritzen. Weiß ich nicht. Die brauchen wir eigentlich nicht. Wäre was für ein Händler. Scham, Motorwerkzeugteile. Die ist für einen Händler. Die kannst du scrappen. Das sind unsere Sachen. Ja, super. Sieht so gut aus. So, das haben wir alles drin. Okay, perfekt. Na, jetzt bin ich gespannt. Ihr auch? Die Turrets leben noch. Alter, wie krass. Okay, nice. So, looten wir mal durch. Das machen wir heute noch zum Abschluss, ne? Weil, wie gesagt, das ist jetzt offiziell jetzt zwar nicht die letzte Dingens gewesen, Folge, ne? Je nachdem, wie ich halt immer Lust habe, werde ich dann immer mal gucken, dass wir noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten wird es jetzt erstmal was Neues dann geben. Und 7 Days kommt dann halt so, wie es kommt, weißt du? Ich bin nur begeistert. Ey, nee, jetzt mal ohne Witz, Leute. Hier, guckt euch das an. Ich bin echt begeistert. Ja, gut, hier haben sie... Ja, das ist klar. Mich interessiert's gerade. Hier ist klar, hier ist klar. Also hier haben sie ein bisschen, ne? Hier haben sie versucht. Hier haben sie auf jeden Fall versucht, reinzukommen. Hier haben sie die Spikes weggemacht. Wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen hier wie einen Aufgang machen, dass die einfach hier ganz normal rüberlaufen können. Ich glaube, das war das Problem. Die haben nämlich hier, die haben hier nicht weggehauen. Ja, die waren nämlich hier hoch, diese wollten hier hoch. Die Turrets sind eigentlich, der hat ein bisschen Schaden gekriegt. Wie viel Munition? Leer. Munition? Leer. Shotgun? Da ist noch ein bisschen was drin. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Also, im Groben, im Ganzen lief der Blutmond richtig nice. Und entspannt vor allen Dingen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. So ein Level haben wir gerade mal gemacht. Natürlich haben wir jetzt nicht die Masse an XP gekriegt, ist klar. Aber ansonsten, ja, hier Stahl, das ist, Junge, das hält ewig. Aber ich finde es einfach so, ja, die Sachen, das ist klar. Ja, gut. Aber nachdem die dann unten alle rein sind, ne, hast du gesehen, zack, 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 waren sie weg. So, loot-technisch könnt ihr ja auch mal gucken, ne? Also es ist ein bisschen was zusammengekommen, aber halt auch nicht die Welt. Schade eigentlich. Ganz ehrlich, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Ne, hier haben wir noch ein paar Rezepte jetzt gekriegt.
Hier, die Sachen können wir verkaufen alle bei der Händlerin. Und den Rest, würde ich sagen, ja. Ja, gut, ein bisschen Munition zusammengekommen. Die haben wir jetzt nicht viel verbraucht. Das ist eigentlich auch vollkommen okay. Also ich bin abschließend sehr zufrieden, dass die Falle ja doch im Endeffekt funktioniert hat. Da hinten liegt noch ein Sack, siehst du? Wir müssen nämlich gucken, dass wir die Säcke nicht übersehen. Wer weiß, vielleicht ist ja an einem noch ein 6er Goldbohrer drin. Goldbohrer. Ein 6er Erdbohrer drin. Ja, auch ein bisschen Munition. Hast du noch ein Ei? Nö. Aber schon krass, ne? Also eigentlich sind es ja relativ viele, die kommen. Und die Turrets, die haben uns so viel Arbeit erspart, dass das echt ein sehr entspanntes Ding war. Und von außen die Eisenstachel fallen. Ja gut, die haben so einen Zweck, ne? Weil sie daran auch festgeklebt haben. Wahrscheinlich. Ja, schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Jetzt haben wir wieder 7 Tage Zeit. Sehr schön. Echt nice. So, wollen wir hoffen, dass hier keiner im Haus gespawnt ist. Das wäre natürlich noch. Aber nee, hier ist keiner drin. Hier dürfte keiner gespawnt sein. Das ist auch noch alles ganz. Super, schön. Eine schöne abschließende Runde, ne? Wie gesagt, ich muss gucken, inwieweit ich. Also, wenn ich richtig Bock auf 7 Days habe, dann hauen wir hier weiter auf den Sack, ist klar. Ansonsten. Ja, ist das jetzt erst einmal gewesen mit 7 Days? So, jetzt fangen wir an, hier schon mal ein bisschen Munition hier einzulagern. Muss kurz gucken. Büchermäßig. So, das ist natürlich schön. Ja, mit den Büchern wollte ich auch noch eigentlich schöne Regale bauen und so. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, der Spielstand bleibt bestehen. Und wenn ich richtig Bock habe, da weiter zu zocken, ich werde definitiv ein bisschen nebenbei auch zocken. Ganz klar. Aber es ist jetzt so gesehen für uns halbwegs beendet. Das LP, so gesehen offiziell, ist das die letzte Folge gewesen. Aber es kann sein, dass wenn ich jetzt für mich persönlich sage, okay, ich habe Bock noch ein bisschen 7 Days zu machen, ich möchte das ein oder andere. Wie gesagt, das Haus möchte ich ja gerne noch fertig machen hier. Den Hubschrauber möchte ich gerne noch bauen. Und das würde ich dann euch auf jeden Fall nochmal in einer nachträglichen Folge irgendwie dann bringen, weißt du? So dass ihr da mit dabei seid. Deswegen ist das jetzt nicht das offizielle Ende komplett, sondern einfach nur. Ja, aber schön, schöne Runde. War echt eine schöne Runde. Muss man ganz ehrlich sagen. Kannst du das auch mal noch mit rein? So, dann hat man hier noch Teile. Die können mit rein. Das war, glaube ich, bei Munition noch. Ne, guck mal hier, schön Militärstoff. Ja, das kriegt noch die Händlerin. Und ja, einmal frei. Ja, komm, die gehen wir noch zusammen rüber. Verkaufen wir noch, oder? Die Zeit nehmen wir uns heute. Letzte Folge ging ja schon ein bisschen länger mit der Vorbereitung. Und die Folge machen wir auch ein bisschen länger, weil es ja so gesehen der Blutmond und die abschließende Folge für die Staffel ist. Wie gesagt, kann sein, dass noch ein paar Folgen kommen. Das werden wir dann sehen. Feeling under the weather. So, hier. I've got just what the doctor ordered. Kannst du alles haben? Alter. Am Tag 25 hast du resettet. Dann hast du doch jetzt resettet, oder? Am Blutmond, oder? Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, die hatte ich ja nämlich verkauft, die Pumpgun, weil wir Geld brauchten. Nee, dann hätte sie nicht hier drin.
kostet mir das 3. Alter, nimmst du aber auch von der Tod, ne? Nee. Hi, nun Band 5. Also das wüsste ich. Komm, dann nehmen wir das Buch. Doch, die hat sich resettet. Ich glaube, 21 war Reset. Und jetzt resettet sie sich am 5. Um alle 4 Tage, ne? Bin ich da richtig? Was kosten für die Nägel? Die nehme ich mal mit. Ja, das andere brauche ich alles nicht. Das stelle ich selber her. Radkappenminen wäre noch was, ne? Könnte man auch zum Beispiel in die Falle noch mit integrieren. Aber das lief so gut, dass ich da absolut drauf verzichten kann, weißt du? Aber schön. Tja. Trinkwasserspender könnte man jetzt sich auch, ne? Ja, wie gesagt, ich muss gucken. Also ich habe schon noch Lust, ein bisschen was machen. Weil eigentlich wollten wir ja noch eine 5er machen, aber da noch einen kleinen Hinweis. Die 5er ist für mich so gesehen im falschen Gebiet. Bin ich ehrlich. So, dann haben wir das, Ich bedanke mich, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich habe dir wieder mal den Arsch gerettet. Den Blutmond, ich habe es alle zu mir gezogen. Kannst dich aber bedanken, komm. So. Ah, okay, prima, sehr schön. Naja. Wie gesagt, ich werde jetzt aber natürlich auch erst einmal ausmachen, ja. Ich werde, das Speichern tut es ja so oder so. Und werde ausmachen und wie gesagt, ich will hier mir selber nichts reindrücken. Sonst verliere ich extrem den Spaß und dann kommt gar nichts mehr. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, schaut gerne mal auch bei Grounded rein. Ist auch ein richtig geiles Spiel. Das sucht ich zurzeit extrem. Kann ich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich ein richtiges tolles Spiel. Und ja. Na, gucke hier. Sehr schön. Bisschen vorgearbeitet. Nice. Ja, komm, dann nimm die raus, dann kommen die nur da rein und hier kommen dann nur die hier rein. So. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank, dass ihr mit in der Staffel dabei wart. Und ja, schauen wir einfach mal. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr in den anderen LPs einfach mal mit reinschaut. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.